Hi und herzlich willkommen zurück zu unserer Sims 4 Ranch Renovation Challenge. Wir sind heute im Part Nummer 13 und heute wollen wir versuchen, mit Jace ein Date zu ergattern, weil Jace so toll ist und weil wir eine Aufgabe zu erledigen haben. Wir möchten gerne Goldmedaille kriegen, wir wissen aber noch nicht mal, ob wir überhaupt mit ihm eine Liebesleiste bekommen oder ob er sich auf ein Date mit uns einlässt, denn Jace ist eigentlich mit Ava verheiratet. Also sehr viele eventuell könnte es sehr viel Potenzial schief zu gehen, Leute. Drückt mir die Daumen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Part. Und sagt, let's go. Und Jace wird im optimalen Fall auch unser dritter Freund. Genau. Zwei Fliegen, zwei Jaces mit einer Klappe. Ich spule mal die Nacht vor. Vielleicht können wir ein bisschen früher aufstehen, Alessia, heute. Jetzt wird's Winter, jetzt wird's kalt. Wir werden bald frieren in unserer Wohnung. I know you were trouble when you tried to repair my kaputtes Waschbecken. Aufstehen, Alessia. Erstmal das Mörgentoilettchen. Oh, wie süß. Da gockelt er. Kikeriki. Und das, für das, was wir heute vorhaben, wird auch nochmal schnell lauwarm geduscht. Und dann gibt es heute mal einen Joghurt zum Frühstück. Zur Abwechslung. Wir haben so gut wie keine Einrichtung, verstehst? Und trotzdem schaut es bei uns so übel aus. Überall ist es schmutzig, überall liegt Dreck. Also ich meine noch nicht mal den Dreck, der da sowieso liegt, sondern ich meine, wir haben... Also es ist schmutzig. Wir halten es einfach nicht sauber. Also unsere Sachen stehen einfach auch rum. Ja, Hygiene niedrig, ich weiß. Du kannst jetzt gleich duschen. Heute wollen wir fresh sein. Immer mit einem Auge zu gucken, ob nicht irgendwo Jace aufkreuzt. So rein zufällig. Was, sie ist traurig? Sehnsucht nach flauschigen Freunden. Oh nein, sie vermisst die Hasis. Oder überhaupt Tiere. Oh nein, wenn du so traurig bist, kann ich nicht flirten. Komm, dann müssen wir kurz den Hasen guten Morgen sagen. Geht nicht. Hier verstecken sich keine Hasen. Ich glaube, unsere Hasen sind ausgewandert. Unsere Hasen so, nein, Mann. Da, guck, jetzt habe ich hier eine Müllpflanze. Na, ganz toll. Da, du kannst doch Kontakte knüpfen. Und, fragen, ob sie mit den Hühnern aufstehen. Vielleicht tut's das. Oh, warte, da wäre gerade ein Hahn gewesen. Naja, egal. Jetzt machst du erstmal die Müllfrucht weg. Und dann versuche ich, meine Laune aufzubessern, indem ich die braune Henne streichle. Und warum ist sie noch traurig? Brackiges Wasser. Ein spezieller, stechender Duft zu 100% organisch und ungefiltert. Jetzt mit allen natürlichen Zusatzstoffen. Wir stinken so ein bisschen brackig, weil wir mit ekligem Wasser geduscht haben. Oh, wir werden eigentlich zur Windenburg-Gruppe, zur Single-Gruppe eingeladen. Alessia, wo trägst du es hin? Die Wege sind so weit, war das mit dem Fahrrad nicht alles leichter? Jetzt nimmt sie alles mit an Dreck wieder, was sie hat. So, einmal wegwerfen. Guck mal, die Henne wartet direkt hier auf dich. Nein, sie geht erst noch nach unten. Okay. Jetzt aber. Randvoll schon die Tonne. Oh nein, die Tonne ist übervoll? Selbst die Tonne ist schmutzig bei uns. Jetzt fühlen wir uns unwohl. Wow. Aber wenn ich schon mal hier bin, dann wühle ich mal nach Einrichtung. Vielleicht ist sie dann noch nicht mehr so voll. Ich habe das noch nie erlebt, wenn die Tonne so voll ist. Was mache ich denn dann damit? Gut, dass ich gerade geduscht habe. Oh mein Gott, was für ein Fail. Einfach mein Tag beginnt schon als Fail. Warum haben wir denn geduscht? Ist eh egal. Farbstoff. Wenn die so voll bleibt, kaum Fliegen und Kakerlaken. Aber wie kriege ich sie denn geleert, ist die Frage. Ein Mittelklasse-Desktop. Ah, jetzt ist sie leer. Alessia, du darfst dann direkt nochmal duschen. Aber kurz. Kurz und kalt. So, lass mich mal gucken. Was haben wir gefunden? Das andere ist wahrscheinlich im Haushaltsinventar. 1440 Simoleons ist der Wert. Ich kann ihn irgendwo hinstellen, weil wir keinen Schreibtisch haben. Respektabler Mittelklasse-Desktop. Sollen wir ihn verkaufen? Ich meine, im Moment ist Geld nicht unser Fokus. Ich lasse es mal drin. Ich lasse ihn mal drin. Können wir uns zu einem späteren Zeitpunkt noch entscheiden, was wir damit machen? Im Moment ist es nicht so wichtig. Kann Alessia einen Tisch bauen? Noch nicht. Noch nicht. Aber Gartenpflanzkisten, und zwar nicht wenige. Und den Farbstoff. Den Farbstoff will ich auch noch verkaufen. Woo. So, Alessia ist fresh und happy. Dann gehe ich mal... Oh mein Gott! Ach nein, es ist er nicht. Ich dachte, ein Typ auf dem Pferd. Aber es ist er nicht. Es ist wer anders. Und Rachel?
Teenagerin war auch gerade unterwegs. Ich hoffe, dass er hier irgendwo rumreitet, wie es die letzten Tage getan hat. Oh, Ava ist unterwegs mit dem Pferd. Also ist er nicht auf dem Pferd. Na, wenn da die Leute nicht wohnen, wo sind denn die dann? Also aktuell kein Jace zu finden, aber Ava wackelt hier rum auf dem Pferd. Ungünstig. Na gut, solange wir Jace jetzt noch nicht gespottet haben, mache ich vielleicht mal hier meine Pflanzen weiter. Und ihr habt gesagt, die Riesenfeldfrüchte, sobald sie zum Verkauf sind, gehen sie nicht mehr weiter. Weil dann mache ich das doch mal. Und alle Blümchen. Eigentlich wird es Zeit, alles zu verkaufen. Money, 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 money. So, money, money, money. Das war der falsche Besuch. Ich bin halt darauf angewiesen, dass ich ihn irgendwo in der Nachbarschaft sehe, weil wir das Handy nicht benutzen dürfen. Also falls ihr euch wundert, warum wir nicht einfach anrufen und uns mit ihm treffen. In der Ranch Innovation Challenge gilt, wir sind in dem Funkloch und wir dürfen das Handy nicht benutzen. Es sind sehr, sehr viele Regeln. Die sind sehr streng. Es ist echt schwer. Oh mein Gott, unsere Bananenbäume sind so weit. Kochbananen. Ich muss sie jetzt verkaufen, weil ich habe ja keinen Herd. Also was soll ich damit machen? Da ist eine Wollmaus drin. Das Pack ist, was Bauobjekte und Einstellungen angeht, sehr cool. Gameplay kann ich noch nicht zu sagen. Ich werde es jetzt dann bald mal anfangen. In der Black Widow Challenge. Ich bin sehr gespannt. Die Wollmaus ist mies drauf. Na dann. Oh. Da ist ein Hasi. Darf ich dich streicheln? Können wir kurz sprechen? Ich vermisse doch Tierchen so. So, Jace, es wäre der Hammer, wenn du hier wieder unterwegs wärst. Ist er das? Nein. Ich ernte währenddessen mal hier so unauffällig Präriegras. Bislang hat er uns doch immer gefunden. Es sind gefühlt so viele Kinder unterwegs heute hier. So, Alessia macht sich auf den Weg zum Präriegras ernten. In der Hoffnung, dass Jace vorbeireitet. Aber jetzt kommt eigentlich nur nochmal der Amber, der gerade eben schon bei uns vorbeigeritten ist. Über die Beziehungsleiste gucken, ob du fokussieren kannst. Das ist smart. Nee, leider nicht. Kannst du doch grillen. Was kann ich grillen? Mein Selfie braucht noch, bis es fertig ist. Haben gerade mal Willow Creek zu 80% gefüllt. Das macht so viel Spaß. Ich glaube, dass das eine Riesenaufgabe ist. Ach, die Kochbananen. Ach, die kann ich grillen? Na toll. Das heißt, sie verscherbelt. Riley, ich habe kein Handy im Rand. Riley, du musst mich besuchen, wenn du was willst. Boah, schon wieder ein Nektar gefunden. Ich glaube, den kann ich gut gebrauchen. Wo meint ihr, könnten wir ihn finden? Soll ich einfach hier so ein bisschen rumgammeln, so wie gestern? Oder soll ich in die Stadt gehen? Wir können auch mal einen Abstecher in die Stadt machen und gucken, ob wir ihn da irgendwie finden. Okay, Alessia, komm, lass mal. Wir hüpfen jetzt mal auf den Sprung in die Stadt und laufen ein bisschen rum. Genau, kann sie nicht ins Dorf gehen und ihn anrufen oder hat sie da auch kein Netz? Ach, ich hätte gesagt, sie hat da auch kein Netz. Komm, wir gehen mal in Duke's Hall ins Café. Ich könnte ihn natürlich jetzt einfach mitnehmen, aber das ist zu riskant, dass uns dann da jemand erwischt. Ich will ihn eigentlich da nur kurz angraben. Oder gucken, ob er da ist. Gammeln, also fischen. Dieses Telefon ist nur Deko. Es dürfte gar nicht klingeln. Ich finde es eigentlich voll schade, dass man einem Sim das Handy nicht wegnehmen kann. Dass man nicht sagen kann, nee, du besitzt kein Handy. Oder Kinder. Sim-Kinder. Einen ungewöhnlichen Meteorstein haben wir noch gefunden. So, da bin ich hier. Wer ist der Barkeeper? Oliver Geller? Oliver, du siehst auch nicht schlecht aus. Bestell sie jetzt direkt. Die lässt auch nichts anbrennen. Für 6 Simoleons hat sie sich einen Kaffee bestellt. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir ihn hier ausfindig machen könnten. Samuel. Ich meine, vielleicht arbeitet er auch. Aber ich kann in dieser Stadt hier auch nichts kaufen, oder? Es gibt hier keinen Markt oder irgendwie sowas. Nee, er ist nirgendwo. Schau mal, Lance ist Summers. Auch so ein Hübscher. Ich hätte mir ja auch einen Single suchen können, wäre wahrscheinlich leichter gewesen. Aber nein, ich nehme Jace. Das Telefon ist, soweit ich weiß, stumm geschaltet. Ja, Telefon ist stumm. Es müsste eine Mod geben, wo man das ausschalten kann. Aber wir können ja sagen, okay, wenn sie in der Stadt ist und jetzt hier im Café ist, dann hat sie WLAN und dann kann sie ihn anrufen. Sollen wir es so machen?
Wenn sie in die Stadt gefahren ist, dann kann sie schauen, ob sie die Person findet. Und wenn nicht, dann kann sie fragen, ob sie sich ins WLAN einwählen kann. Und dann kann sie einen kurzen WLAN-Anruf machen. Weil dann würde ich ihn jetzt anrufen und fragen, ob er bei mir zu mir nach Hause kommen will. Vor allem, ich kann immer nur fragen, ob er auf aktuellem Grundstück da sein will. Und das Ereignis planen ist ja... Naja, komm, dann frage ich ihn, ob er hierher kommt. Hilft ja nichts. Go for it, finde ich gut. Okay. Jetzt hoffen wir halt, dass seine Frau nicht mitkommt. Wir können uns hier nur an öffentlichen Orten treffen. Das ist der Nachteil. Er wird aber er kommt. Also das ist jetzt der Nachteil. Wir können nicht sagen, komm zu uns nach Hause, weil wir zu Hause kein Netz haben. Ich kann ihn nur bitten, dorthin zu kommen, wo ich aktuell bin. Und das sind dann öffentliche Orte. Man könnte SMS auch als Briefe werten, sind ja quasi die Vorgänger. Ich lasse sie mal da hinsetzen, damit sie jetzt nicht ewig viel Kaffee trinkt. Da ist er. Oh, er geht nach oben. Alles klar. Du gehst garantiert an den Computer. Wetten. Ich mach mal mit ihm kurz eine Gruppe. Eine Runde, damit wir zusammensitzen können. Weil sonst knallt er sich jetzt hier in den einzig verfügbaren Computer und das war's. Wir haben gerade Privatsphäre. Ist echt hier hochgelaufen. Und wir sind alleine. Wenn Alessia es jetzt auch noch schafft. Flirten. Nein. Geh nicht runter. Warum läuft er ständig vor mir weg? Ja, ich weiß, dass er nicht mehr da ist, Girl. Der macht mich fertig. Und jetzt kommen die Leute hoch. Er wird wahrscheinlich nicht in der Öffentlichkeit mit uns flirten. Er sucht die Abgeschiedenheit, oder auch nicht? Böses Schicksal. Ich versuche mich jetzt mit ihm da hinten hinzusetzen. Okay. Du kannst doch hier auf deinen Kaffee warten. Jace, bitte. Jace, bitte, können wir kurz... Okay, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich versuch's mal mit einem... mit einem schmutzigen Witz, um die Stimmung zu lockern. Dann mache ich einen Deep Talk und dann versuche ich zu flirten. Erstmal einen schrägen Witz über... Oh. Ah, fand er ganz gut. Wir sind noch alleine. Hat er ein bisschen mitgeflirtet? Wie ein frischer Wind. Anscheinend hat sich Alessia soeben mit einem Naturfreak angefreundet. Sims, die Naturfreaks sind, geben eine besondere Leidenschaft für die Natur, wodurch es sehr viel Spaß machen kann, mit ihnen abzuhängen. Vor allem draußen. Würdest du im Hinblick auf die Sim-Präferenzen sagen, dass Alessia Naturfreaks mag? Ja, auf alle Fälle. Also er hat jetzt mitgeflirtet, aber wir kriegen keine Liebesleiste. Nummern austauschen nützt nichts. Ich mach mal ein Kompliment. Swag! Ich glaube, der will seinen Kaffee jetzt einmal langsam holen. Wir haben jetzt dreimal Liebes-Plus-Plus gehabt. Weit und breit nicht zu sehen von seiner Frau. Aber wir haben keine Liebesleiste mit... Doch, wir haben eine Liebesleiste mit ihm. Okay. Um Verabredung bitten. Okay, Leute, ich tue es jetzt. Das ist zwar jetzt riskant, weil wir noch keine sehr hohe Liebesleiste haben. Aber ich frage jetzt, ob er... Oh Gott, ich bin so nervös. Ich frage jetzt, ob er Lust hätte, auf einen Kaffee zu mir vorbeizukommen, okay? Das ist riskant, das ist sehr schnell. Willst du bei mir zu Hause das Waschbecken reparieren? Er macht's! Oha! Das machen wir bei uns. Läuft doch. Oh mein Gott, ich bin richtig nervös. Hoffentlich ist es bei uns nicht so schlimm für ihn, weil es so schmutzig ist. Aber wir kochen, wir grillen unsere drei Fische, die wir haben. Und vielleicht setze ich mir auch ein paar Frösche vor. Das muss ich davon abhängig machen. Ansonsten habe ich immer noch Müsli. What happened here? Okay. Okay, Leute, einen Moment. Ihr bekommt jetzt, ich nehme meine Kamera. Ihr seht. Ihr könnt sehen, was wir jetzt für Ziele haben, okay? Wir wollen hier Gold erreichen, also alles. Hast du alle eingeladen? Eigentlich nicht. Ist Waschbecken reparieren ein neues Synonym für Techtelmechtel? Ja. In diesem Let's Play schon. Okay, wir haben jetzt unsere Verabredung. Hauptziel, Kontakt knüpfen. 10-mal. Sitzen und sprechen. Und flirten. Die Ziele sind einigermaßen machbar. Ja, die Ziele werden aber wieder ersetzt, wenn was Neues kommt. Gott sei Dank haben wir Stühle, bei denen wir sitzen können. Jace ist da, wir sind mit ihm in einer Gruppe.
Wir sind jetzt zu Hause und deswegen machen wir es uns jetzt hier ein bisschen bequem. Und ich bitte ihn erstmal zusammen zu sitzen und dann zünde ich das Feuer an und dann bitte ich ihn, mit mir abzuhängen am Feuer. Komm, Jace, die Leute sind einfach nur verwirrt. Hier, lauf einfach. Bei mir stehen auch immer so viele Leute rum. Voll merkwürdig, oder? Schau, wie nett der hinter uns herjoggt. Ich habe die Stühle übrigens selbst gemacht. Wollte ich nochmal gesagt haben. Bitte, hier ein flauschiges Lagerfeuer. Ein von Herzen kommendes Kompliment machen. Ach ja, klar, er wärmt sich ein bisschen, es ist ja kalt. Oder er wird zwar vielleicht zu schmuddelig. Ah nee, fand er gut. Du, wir müssen flirten. Es tut mir leid, aber wir müssen flirten. Das will, mein Ziel so. Erstmal sitzen und dann Waschbecken reparieren. Das gefällt ihm, weil er Naturfreund ist. Ja, stimmt. Jetzt ist einfach auch das Romantik-Festival. Das Spiel fordert's echt heraus. Das Spiel fordert's echt heraus. Aber wir können da jetzt nicht hinreisen, solange wir in der Verabredung sind. Weil solange ein Ereignis aktiv ist, können wir nicht hinreisen. Schicksal! Schicksal! Wir können aber nicht hinreisen, solange die Verabredung läuft. Aber hey, es ist 17 Uhr bei den Sims. Ich habe es einigermaßen früh hingekriegt. Jetzt wird geflirtet, was das Zeug hält, weil ich muss dreimal flirten. Ich hoffe, dass er dreimal mitmacht. Vor allem so nacheinander. Nein! Eins zu viel! Vielleicht was Lustiges. Polizistenwitz. Hatten wir nicht über ihn herausgefunden, dass er irgendwas Lustiges an sich hat? Spinner! Er ist Spinner! Du, wir sollen übrigens zusammen sitzen. Können wir das, kriegen wir das hin? Das Gute ist, wir sind so einsam auf unserer Ranch, da kann keiner kommen und uns dazwischen grätschen. Jace, setz dich mal, bitte. Nice. Wir sollen gleichzeitig verspielt sein. Das wird nicht gehen. Wir sind aber beide glücklich. Die Begegnung ist allerdings unbehaglich. Die Stimmung ist ein bisschen angespannt. Erzähl einen Witz oder plauder mit einem anderen Sim. Ein anderer ist nicht da? Darum mache ich jetzt nochmal einen unbeholfenen Witz. Dafür... Ach komm, ich versuch's mit lustigen Gesichtern. Dafür, dass Alessia erst vor kurzem gesellig wurde, finde ich, macht sie sich sehr gut. Weil er eigentlich verheiratet ist, deswegen so ein bisschen unbehaglich. Gut möglich. Das könnte sein, dass das ein bisschen unbehaglich ist, weil er eigentlich verheiratet ist und seine Frau letztens auch hier war. Level 3, dann kommen wir die Fähigkeit. Oh nein, er hat schon wieder abgelehnt. Okay, vorsichtig, Alessia, vorsichtig. Ich versemmel's hier gleich. Komm, ich versuch's mit gegrilltem Fisch. Ich habe alles vermasselt. Also ein drittes Mal flirten, habe ich schon Schwierigkeiten. Aber wir reden, das ist auch gut. Oh Gott, hoffentlich läuft das Hähnchen nicht ins Feuer. Sehr gut. Verspielt sein lassen. Was kann ich denn noch machen? Ein romantisches Geschenk ist ein bisschen heftig. Ich mache ihm nochmal ein Kompliment übers Aussehen. Du siehst super aus. Das geht. Das fand er gut. Flirten, wenn kokett. Eieiei. Und jetzt wird's aber, jetzt wird's schwierig. Flirten, wenn kokett und gleichzeitig verspielt sein lassen. Aber er ist ein Spinner. Wie kriege ich uns verspielt? Eigentlich doch nur über lustige Sachen, oder? Über ein Klopf-Klopf-Witz? Ruhig, das wird schon. Es läuft schon sehr viel besser als das letzte Mal. Ein Insider-Witz. Vielleicht zieht er da mit. Ein lustiges Geschenk. Versuch's mal. Vielleicht so ein Frosch. Also die Stimmung verspielt ist jetzt gar nicht so leicht. Oder kokett. Weil er ist genauso, er ist einfach auch glücklich, so wie wir. Zack, Anmachspruch, ich trau mich jetzt. Komm, Alessia, steh mal auf. Den Frosch feiert er bestimmt. Oh, ich habe übrigens den seltenen Meteorstein, hat übrigens 145 Simoleons. Er ist kokett! Okay. Aber müssen wir auch kokett sein? Komm, ich versuch's jetzt mal mit einer schlüpfrigen Frage. Komm, Alessia, lass mal jetzt den Fisch. Jace ist gerade wichtiger. Girl, steh mal auf. Oh mein Gott, ich glaube... Aber fand er es jetzt gut?
Ich muss mal kurz gucken, da joggt jemand auf meinem Grundstück rum. Kann es sein? Wer bist du und was machst du hier? Adeline? Keine Ahnung, was sie hier macht. Ich hoffe, sie stört's jetzt hier nicht. Also er ist kokett. Wir sind glücklich. Ich versuch's nochmal mit Flirten. Guck mal, die steht jetzt echt da hinten. Was macht sie da? Oh nein, jetzt hat er es schon wieder abgelehnt. Nein! Ich habe die Stimmung wieder versaut. Komm schon. Das Kompliment hat doch gezogen. Alessa ist jetzt gelangweilt, weil sie von der Unterhaltung gelangweilt ist. Lustige Aktivitäten vorschlagen. Schmutzigen Witz. Vielleicht versuche ich es mal mit dem ersten Körperkontakt. Oh Mann. Okay, ich gehe nochmal auf die verspielte Seite. Fäkalhumor ist es. Ach so. Albernes Verhalten. Lustige Gesichter. Da geht er. Jace, ich war noch nicht fertig. Wo geht er hin? Er feiert unsere Birnen? Er unterhält sich mit unseren Birnen? Wir nehmen das heute als Basisaufbau fürs nächste Date. Es sieht so aus, als kriege ich es nicht mehr gerissen. Er ist jetzt Energie. Jetzt sind sie beide energiegeladen. Wir haben ganz oft genau die gleiche Stimmung. Aber dass wir jetzt beide gleichzeitig kokett sind oder verspielt, das kriege ich nicht hin. Habe ich denn nicht irgendwie... Ich habe nichts im Inventar... Also wisst ihr, was ich meine? Ich habe nichts, was mir helfen könnte, zu sagen, wir sind jetzt mal kokett, was Witziges, was wir irgendwie... Ich versuch's mal mit so einem blöden Scherz, weil er ist doch ein Spaßvogel, oder? Oder ein Spinner. Vielleicht feiert er sowas. Oh Gott. Ich weiß ja nicht. Also mit lauter so... Okay, ja doch, er kann hin wieder schon drüber lachen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er es so wirklich gut findet. Ich gestehe ihm jetzt, dass wir uns angezogen fühlen. Okay. Er hat nicht so ganz drauf reagiert. Ach, ich tausche jetzt einfach mal trotzdem Nummern aus. Was soll's. Auch wenn wir hier eh nie dran gehen. Na? Ich gebe dir einfach meine Nummer. Beide energiegeladen. Oh nein, es geht gleich vorbei. Andererseits, okay. Er ist nicht so leicht zu haben. Fragen, ob Single ist, wäre witzig. Das wäre der Joke des Tages. Bist du eigentlich Single? Ist das was Ernstes mit dir und deiner Frau? Also wir werden es heute nicht schaffen. Ich finde es aber eigentlich ganz cool, weil es bedeutet, dass das Date oder dass Jace einfach nicht so leicht von seiner Ehe zu lösen ist. Sie muss wirklich um ihn kämpfen. Es ist nicht damit getan, einfach ihn mal einzuladen und ein bisschen nett zu tun. Ich versuche noch ein letztes Mal zu flirten. Einfach for the thumbnail. Das ist, glaube ich, sehr aussagekräftig. Er so, was macht sie da? Das beschreibt den heutigen Tag ziemlich. Mit mir? Meinst du mich? Er lehnt es, glaube ich, gleich wieder ab. Oh, Mist. Gib mir eine letzte Umarmung. Also, sie war ein bisschen zu offensiv heute. Wir haben zu viel gewollt. Er hat es dann abgelehnt. Guck mal, er hat uns auch erschreckt, genauso wie ihn. Ja, wir haben eigentlich eine ganz coole Basis mit ihm. Es war eine Verabredung, wenn auch nicht die erfolgreichste. Ein Trostpreis, ein Buch. Immerhin haben wir ein Buch bekommen. Sie kann sich also jetzt beschäftigen. Ach, im Haushaltsinventar ist es. Und was haben wir jetzt für mit ihm bekommen? Romantisches Interesse? Es ist noch zu früh, um genaueres zu sagen, aber es könnte was draus werden. Wir haben glückliche Erinnerungen, also größere Nähe, doch glückliche Erinnerungen. Und er, ein aufgewecktes Geschenk. Also das Geschenk ist ihm heute am meisten in Erinnerung geblieben. Und wir haben einen guten Ruf. Und wir sind gute Freunde. Nein. Leute, wir haben aber unser anderes Ziel dafür jetzt erreicht. Also das war jetzt Zufall. Das war Glück und Zufall. Aber damit ist Jace unser dritter
Freund. Das heißt, wir haben das Ziel 2, willkommen, freigeschaltet. Sobald du mit insgesamt 3 Sims aus der Nachbarschaft eine enge Freundschaft aufgebaut hast, darfst du das Hauptschlafzimmer renovieren. Und wir haben gesagt, sobald sie in der Freundesliste sind, gilt's. Das heißt, wir dürfen jetzt das Schlafzimmer renovieren. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen Geld, damit wir ein richtig cooles Schlafzimmer machen. Aber ich will das jetzt noch nicht. Ich lasse es jetzt mit den beiden noch ein bisschen laufen, bis er halt geht. Okay, das ist dann jetzt. Ciao, Jace. Wie auch immer du das deiner Frau erklären willst, wo du heute warst. Alessia, isst jetzt noch was? Ja, sonst kann er gar nicht bei uns übernachten, wenn er endlich uns gehört. Stimmt. Oh nein, unsere Hühner werden alt. Juhu! Alessia snackt jetzt noch kurz was. Ach so, weißt du was? Die klopfen alle da. Ach, das ist die Clementine? Du kommst aber spät. Rein mit dir. Die klopfen alle hier, weil wir keine Haustür haben. Weil wir keine Tür haben. Was will sie denn so spät noch? Es ist fast Mitternacht. Girl, ist was passiert? Willst du meine Pflanzen wirten? Wieso, lass mal ins Gewächshaus gehen. Vielleicht sagt sie uns jetzt, dass es nicht so gut ist, hier anzukommen und erstmal den erstbesten verheirateten Mann abzugreifen. Ich schwärme mal von Comedy. Also ich könnte mir vorstellen, dass Clementine vorbeigekommen ist, um uns einfach daran zu erinnern, Alessia, pass auf. Habe ich da gerade Jace von deiner Ranch weggehen sehen? Ich weiß nicht, was er so spät noch bei dir gemacht hat, aber du musst wissen, ich lebe schon mein ganzes Leben lang hier. Und du bist neu. Und man kennt sich hier im Dorf. Du hast im Moment einen guten Ruf, weil du offensichtlich Freunde findest. Aber pass auf, was du tust. Pass auf, Ava, stell dich kalt. Ja, weil wir kennen ja das ganze Gefüge gar nicht. Wer hat hier was zu sagen in der Stadt? Wer hat nichts zu sagen? Wir sind hier einfach reingeplatzt und haben uns einfach knallhart direkt einen verheirateten Mann... Oder wir sind gerade dabei, uns einen verheirateten Mann zu klären. Es kann schon sein, dass sie als unsere Freundin uns so einfach... Ja, einen netten Hinweis gibt. Ein nett gemeinter Hinweis. Aber wir sind ultra müde. Deswegen, ich lasse Alessia jetzt mal schlafen und wir gucken mal, was Clementine hier so treibt. Sie putzt. Sie putzt unser... Sie putzt. Ich liebe sie. Sie kommt und putzt. Das darfst du gerne machen. Um 0 Uhr 23. Alessia geht schlafen, Clementine putzt unser Waschbecken. Sie hat es ohne Scheiß sauber gemacht. Die ist ja der Knaller. Und jetzt machst du den Müll noch weg? Macht sie den Müll weg? Ja, sie ist echt nett. Was ist sie für eine krasse Freundin? Das musst du dir mal vorstellen. Naja, dann lasse ich sie mal. Also, Alessia ist schlafen gegangen und Clementine ist jetzt um Mitternacht oder fast um 1 Uhr morgens noch hier und räumt ein bisschen auf der Ranch auf, weil sie einfach die beste Freundin überhaupt ist. Die hat gewartet, bis Jace weg ist, um dann reinzukommen, um uns einen gut gemeinten Hinweis zu geben. Und wir haben mit Jace zwar jetzt eine Liebesleiste und die erste Verabredung gehabt. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass er nicht so leicht zu haben ist. Er ist nun mal verheiratet, das dürfen wir nicht unterschätzen. Es wird nicht so leicht sein, ihn seiner Frau abzugraben. Aber wir haben den ersten Grundstein gelegt und wir haben... Jetzt das zweite Zwischenziel, willkommen, fertig. Das heißt, wir dürfen das Schlafzimmer renovieren und das machen wir im nächsten Part. Dann nehmen wir uns nochmal alles an Geld zusammen, was wir finden, verkaufen alles, was wir im Inventar haben, was wir nicht brauchen. Und mit dem Geld machen wir dann endlich unser Schlafzimmer fertig. Dann kriegt es eine Tür und eine volle Wand und ein gutes Bett und ein paar Sachen, die wir einfach im Schlafzimmer haben möchten. Und da freue ich mich schon mega drauf. Wenn dir dieser Part gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Lass mir gerne dein Abo da. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.